so, ich bin mal im Hintergrund. Ja, lieber Sigi, sei im Hintergrund und fahr und guck und schau, wie du möchtest. Ich danke dir fürs Dabeisein. Falls du noch mal rausflugst, würde ich mich freuen, klar. Tschüss, Sigi. Ich hüpfe noch kurz in die Küche und mach Tee. Was Beruhigendes heute für Manu und für mich. Für beide. Ich bestell gleich mal für Manu mit Baldrian. Hanftee, bitte. Hanftee. Damit einem das Leben einfach mal egal ist. Was? Damit einem das Leben einfach mal egal ist. Ja, genau, wirklich. Nach 22.15 Uhr, da werde ich nicht mehr da sein, Schatzilein. Da werde ich nicht mehr da sein. Heute müssen wir pünktlich aufhören, weil Manu morgen heimfährt. Italienische Limone. Gut, das fertig. Fahren wir hier wieder ran. So. Heim oder Insheim? Beides. Nur Heim. Von Hamburg nach Düsseldorf. Ins Heim? Warum nicht? Solange du Quarz mitnimmst, ist alles gut. Wieder jetzt abgeschoben nach Düsseldorf, ja? Ach, das Erste, was der Hund gemacht hat, wir saßen auf der Terrasse und der Hund nimmt einen Anlauf und springt ihr auf den Schoß. Also was erwarte ich? Da erwarte ich nichts mehr. Manus, Hamburg ist Manus Zweitwohnsitz. Nein. Also dazu ist mein Büro denn doch zu klein. Ja. Manu ist bestimmt schon am Schachern, ob der Computer nicht rauskam. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Jason. Schön, dich zu sehen. Also ich habe dich vorhin schon gesehen, aber schön, dich hier zu sehen. Hallo Jason. Hallo Jason. Wie heißt dein Zielhafen jetzt? Aphrodite, Venus, Eros, Amor, Freier, Ator, Kamadeva, Easter, alles Liebesgötter. Ja, ja. Also, nein, möchte ich nicht. Also Kamasutra kennen? Kamasutra kennen. Hauptsache, sie kennt das Kamasutra. Weißt du? Jetzt geht's rund hier, du. Nicht hängen bleiben, bitte nicht hängen bleiben. Oh Gott. Bitte nicht. Mach doch so nicht. Das passt tatsächlich alles rein hier. Ich mach hier irgendwelche Spiränzchen. Echt jetzt mal. Sehr schön. Noch eine Bahn, dann habe ich Feld Nummer 1 auch entsteint. Bin schon fast stolz auf dich. So. Rostock! Rostock ist mein Heimathafen. Rostock ist eine schöne Stadt, die so viele Häuser hat. Rostock ist tatsächlich auch mein Heimathafen. In Hamburg kenne ich nur die Nummern-Girls. Wer sind die denn? Das ist das Allgemeinwissen, das ich nicht weiß.
Da sieht das Feld immer so sauber aus. Na, der Steinesammler ist cool. Der hat schon Art, ne? Der hat schon Art. Philipp? Ja? Ich habe nur noch 23% Saat in meinem, obwohl, noch 723 Liter. Das Problem ist, dass ich dir ja nichts mehr bringen kann, weil ich nichts mehr als Ding stehen habe. Das finde ich aber schlecht. Mhm. Warum? Was machst du denn da? Der arme Anhänger. Eigentlich wollte ich gerne da überladen, aber das scheint nicht erfolgreich zu sein. Ich merke das schon. Ja, ich hole mir jetzt mal den Anhänger da ein bisschen weg. Meinst du, ich kann dich von einem Anhänger runter überladen? Geht nicht. Hatten wir, glaube ich, schon mal ausprobiert. Das funktioniert nicht. Deswegen also muss ich ja, jetzt nach Hause fahren? Ja. Ich will aber nicht nach Hause fahren. Tja. Du und weißt ja, wer will, ne? Ja, ja, ich weiß. Kinder mit dem Willen und so weiter, ich weiß. Setz ganz schnell die Brille ab. Nein, kriegen wir es bis sie brüllen. Da hat nichts mit den Brillen zu tun. So, jetzt habe ich es dir aber gegeben. Oh ja. Au, au, au. Au, tut es weh. Au, nie schauen. Ach, Mann. Geht nicht auf diesen Anhänger, das ist doch zum Heulen. Mal andere Seite versuchen. Oh, das war knapp. Der ist, glaube ich, echt zu hoch. Warnemünde ist auch schön, natürlich. Wo war denn... Oh, das war ein Wismar, glaube ich. Das Traditionsschiff war das... Ist aber, warum, was macht der denn hier? Warum rennt der jetzt weg? Warum macht der solche Dinge? Oh. Ich will da überfüllen. Warum? Anschalten. Warum hat er denn jetzt... Nee, kann ich nicht, ne? Nee. Schade, ich hätte gedacht, dass man hier vielleicht noch... Das ist jetzt ärgerlich. Dann nimmt man den Anhänger extra mit und dann kann ich noch nicht mal überfüllen. Hm. Der ist zu hoch. Nee, so geht's nicht. Warte mal. Anschalten. Bin ich auf irgendeine Taste drauf oder so? Nein. Okay, dann eben nicht. Aber mitnehmen müssen wir ihn ja doch. Der Anhänger voll? Nee. Ist leer. Ich krieg's nicht übergeladen. Der Anhänger scheint zu hoch zu sein. Komplett leer. Hallo, Andreas. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Andreas. Ich hatte ihn mir extra mitgenommen, um überzuladen. Aber klappt nicht. Anhänger zu hoch. Das wäre ja jetzt super gewesen. Schade. Das funktioniert nicht. Oh, meine Maschine ist dreckig wie Sau, ne? Also wirklich. Ja, kannst du nicht sauber arbeiten? Hallo? Ich bin eine Frau, ich arbeite immer sauber. Ach so. Das wäre, als wenn du mich fragen würdest, bist du nicht ganz sauber oder was? Na, so wollte ich es nicht ausdrücken. Ja, 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 hast du aber. Oh, mein Traktor sieht aus. So, den mal abstellen. Stellen wir den hier wieder zwischen. Oh, Alter, mein Traktor sieht aus.
Was machst du bloß mit der Maschine? Arbeiten. Was denn? Ja, ich weiß, es ist für dich ein Fremdwort, aber ich tu sowas. Kann man das essen? Guck mal, der Traktor, der hat schön hinten rechts und links die Rückspiegel, Seitenspiegel, Entschuldigung. Einen Rückspiegel habe ich auch, aber der ist klein. Sehr schön. Das wäre dann eine rein theoretische, eine rhetorische Frage. Ja, nein, er meint das schon ernst. Der macht auch mit? Ja, ja, ernst, komm raus, du bist umzingelt. Also ich werde auf Sicht ein Problem bekommen, was mein Saatgut betrifft. Und es ist noch nicht 22 Uhr. Ach du Himmlischer. Wir mal was probieren. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ich habe auch nichts, womit ich die jetzt rein und wieder raus. Schon in das Ordnung. Teil hast du tatsächlich. Ist schon in Ordnung. Ich mach das schon. Nee, wir haben tatsächlich nichts. Bei Frauen sind nur die batterienbetriebenen Geräte sauber. Fernbedienung. Was gibt's noch? Fernbedienung? Was gibt's denn noch? Das Ding mit dem D. Ach, guck mal, dieser... Der Delfin. Nein, nein, also dieses komische... Weißt du, was du für einen wunden Kaffee umrühren, wenn du Cappuccino aufschäumst? Der hat auch Batterien. Genau, der Milchschäumer. Das Ding mit dem D. Der ist bei mir nicht batteriebetrieben, so. Ich bin hier so blond für euch. Ich bin heute so blond für euch. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Na klar. Willkommen zurück, liebe Grit. Willkommen zurück. Eigentlich Quatsch. Ich muss sowieso an der Ampel vorbei. Du wartest jetzt, Kumpel. Italienische Limone für Proxima, siehste. Das Ding mit dem D. Taschenlampe, genau. Das Ding, was man zum Grün bringen kann, ne? Taschenlampe. Hallo, Rebecca. Leuchtet die? Taschenlampe. Ja, rot. Kleine Taschenlampe brennt. Harmonie für Körper und Seele, hol dir Kraft für Andrina und Manuela. Oh ja, das kann ich auch. Das ist perfekt. Dankeschön, liebe Grit. Hallo, das Rebecca. Ist ein Bambusrohr mit einer Hummel drin. Den Rest lese ich nicht vor, Andreas. Ganz ehrlich, ich war jetzt so abgelenkt, ich fahre in die falsche Richtung. Fahre ich denn hin? Gibt's eine Abkürzung? Zum 40. Geburtstag meiner Frau waren wir in Köln bei der Beate. Hatte einen 200-Euro-Gutschein. Wie gut, dass du nur die Beate genannt hast. Da bin ich schon ganz zufrieden. Manu, dein Lachen ist der Hammer. Dankeschön. Pure Ruhe, Kräutertee mit Kamille, Fenchel und Tada, Baldrian für Andi. Und mich, oh weia. So schlimm, liebe Grit, so schlimm. Man kann übrigens auch Teebeutel mischen. Ich bin unschuldig. Natürlich. Manu hängt mit dem Teebeutel in die Tasse und gießt Wasser rein. Da war aber noch der andere Teebeutel drin. Sehr schön. Und dann habe ich Fencheltee. Und was war das? Ich weiß es nicht mehr. Was war das? Nee, das war was Fruchtiges, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall was Fruchtiges dazu.
War ein heute ein anstrengender Tag. Oh. Und das geht besonders noch so weiter. Hast du wenigstens die Zeit genossen mit dem Kleinen, also mit dem kleinen Großen? Ich mische auch Tee, aber absichtlich. Naja, wenn der eine schon ausgelutscht war. Jetzt wird mehr versauter hier, also ehrlich. Wir sprechen von Teebeuteln dazu. Ja. Mit Yoshi, ach, der heißt Yoshi. Ach, guck. Das macht einen fertig hier, nee. Ich hab nur noch 6%. Eine ganze Woche in Wien. Wenn du in Wien bist, kannst du Frau Floh im Krankenhaus besuchen. Andi. Wenn ich die Buchhaltung bis Donnerstag fertig habe, ja. Okay, oh weia. Oh Gott. Krieg ich denn jetzt den Tee hierher? Oh. Es gibt für die Frauen auch eine Kordel mit Kugeln. Und dann mit Tischtennisschläger, richtig? Oh nee. Ach, Oliverchen. Kugelfaden, Tischtenniskelle und dann immer gib ihm. Es gibt. Und jetzt sind wir mal bei der Realität. Nein. Jetzt sind wir bei der Realität. Es gibt wirklich. Das haben wir hier im Garten tatsächlich gehabt, eine ganz hohe, lange Stange. Und an dem Band, da war an einem langen Band ein Tischtennisball dran. Und dem man mit einem Schläger, muss man sich gegenüberstehen, muss man zuschlagen. Komm, Kino. Eine lange Stange mit einem Band und ein... Ja, alles klar. Kopfkino. Nee, das gibt es wirklich. Manu sagt, dass das wirklich gibt. Ja. Du bist mir keine Hilfe heute. Wieso denn? Kann ich auch nicht verstehen. Ist von einem ganzen Jahr und soll vorgestern fertig sein. Aua, oh weia, oh weia. Das ist immer kacke. Ich bin gleich leer. Also mein Saatgutbehälter ist gleich leer. Also meine Sämaschine. Das wird nicht besser. Ich hab nicht nur wirklich, noch, nee. Ich habe nur noch 75 Liter Mohn in mir. Hat Manu im Schlafzimmer? Was hat Manu im Schlafzimmer? Was habe ich im Schlafzimmer? Bücher! Also Manu hat in ihrem Schlafzimmer Bücher. Da kann ich... Ich stelle es gerne nicht. Herr Doktor, Sie haben meine Frau noch letzte Woche eine Spirale eingesetzt. Ja, was ist damit? Jetzt habe ich sie. Ich sag dazu jetzt nichts. Ich bin raus. Nein. Oh. Ciao mit V, jetzt ist Schluss. Heute. Warte, ich muss gleich nochmal lesen, Grit, jetzt muss ich gleich. So, das halbe Jahr habe ich den Rest bis Donnerstag und natürlich auch noch alles andere, was so anfällt. Auweia. Aber dann habe ich eine Woche Urlaub, die brauchst du dann wahrscheinlich auch. Stange, Seil, Ball. Ja, nein, aber das gibt es wirklich. Ja, im Himmel. So, jetzt bin ich leer. Oder? Ja. Heben, ausschalten, zuklappen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich nach Hause komme. Aua, mein Finger, aua. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Eigentlich brauche ich ja nur geradeaus, ne? Warte. Geradeaus, da raus, darüber, darum. Zum. Eigentlich brauche ich nur geradeaus. Ja.
Oh, ich kann gar nicht sehen, ey. Muss gleich erstmal waschen. Ist ja gruselig. Mohn, Andreas, Mohn. Sie sieht Mohn. Steinpilze. Ist nicht unser eigenes Feld. Ist nicht unser eigenes Feld. Von daher ist mir das wurscht. Ist ein Auftrag. Geradeaus, da raus, drüber, drum rum. Oh, 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 oh. Fahr doch. Oh, der Vettel rechts, ich fahr links. Oh, oh, durch die 30er. Oh, komm, mit genug Gas kriegen wir die mit 60. Aber da ist schon wieder eine rote Ampel. Mal. Ach Mann, jetzt geht doch. Schön. Wo muss ich das holen? Bei dem Saatgutreiniger müsstest du mal gucken. Da sollte eigentlich noch was drin sein. Saatgutreiniger, Kalkmaschine? Wo da auch der Kalk rauskommt? Nee, neben dem Silo. Das Röhrchen, das kleine, was nach vorne rausguckt. Ja? Und das Röhrchen fahren. Ach so, na denn. Oh! Da. Guck mal, aber eigentlich sollte da noch was drin sein. Gucken wir mal. Ja, da ist noch was drin. Bin ich drunter? Nee, bin ich nicht, natürlich. Ich muss noch nicht weiter nach rechts. Geh weg, dann fahr ich dich über. Ist auch nichts Neues. Ach, deswegen. Warte mal. Jetzt bin ich drüber. Gut. So, warte, jetzt muss ich erstmal lesen. Wie der vergessliche Mann zum Arzt kommt. Herr Doktor, können Sie mich kastrieren, bitte? Der Arzt macht das, und wie der Mann aus dem Krankenhaus kommt, trägt seine Frau, und was hast du dich impfen lassen, der Mann? Ach, impfen war das, impfen. Ah, ja, genau. So, Seemaschine aufklappen. Nein. Hallo? Ja, du müsstest die Klappe aufmachen. Du bist der schlaue Einer, oder?